Herr Thomas? Sie sind Präsident von Special Olympics Rheinland-Pfalz. Können Sie mal etwas über diese Organisation sagen? Was ist es eigentlich? Special Olympics ist eine Organisation für Sport für Menschen mit geistiger Behinderung. Ja, die Familie Kennedy hatte eine behinderte Tochter und die Mutter hat dann und der Vater haben dann diese Geschichte gegründet. Zunächst ganz einfach angefangen und das ist dann weltweit übergeschwappt, muss man sagen. Und ich habe es zum ersten Mal kennengelernt 1981 in Belgien. Wir kannten das in Deutschland überhaupt nicht, auch nicht den Begriff. Wenn ich nun Menschen mit geistiger Behinderung habe, das sind die Fähigkeiten ja sehr unterschiedlich. Man sagt ja auch Menschen mit Beeinträchtigung. Ja. Und der eine kann in der einen Sache beeinträchtigt sein, also zum Beispiel auch laufen wie ein nicht behinderter Mensch, ne? Und in anderen Dingen wieder behinderter sein, ne? Die Behinderung stärker sein. Ne? Wie kommt es mit dem Reglement denn da zurecht, dass Sie da Wettkämpfe durchführen können? Es sieht also so aus, dass wir durch Vorläufe und so weiter feststellen, welche sind die Leistungen. Und dann teilen wir die Sportler ein, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, gleiche Disziplin und gleiche Leistungsstärke, sodass jeder die Chance hat zu gewinnen. Deswegen reden wir auch nicht von Meisterschaften, sondern es geht darum, im Wettbewerb zu zeigen, was unser Alter ja auch sagt, lass mich gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, lass mich mutig mein Bestes geben. Und dadurch haben wir keine Lücken, sagen wir mal, dass einer ganz weit vorne ist und der andere hinten. Das ist frustrierend für unsere behinderten Sportler, die verstehen das nicht. Und dieses System, das wird dann so ausgelegt, dass wir 8 Sportler immer zusammenfassen und wer dort als Erster ankommt, der bekommt eine Goldmedaille. Sodass wir also in vielen, viele Goldmedaillen auch vergeben. Da wird die persönliche Leistung gewertet. Und wir gehen nicht über Rheinland-Pfalz-Meisterschaften oder deutsche Meisterschaften, sondern es ist der Wettbewerb, der behinderte Mensch steht an erster Stelle da, dass er seine Leistung zeigen kann. Ja, manchmal hat man den Eindruck, gerade in den letzten Tagen, der Sport sei in erster Linie Geschäft, sei in erster Linie Machtsache wohl oder auch die ganzen Dopingfälle, ne, wo das Leistungsbestreben ja sehr übertrieben wird. Das ist bei Special Olympics anders? Das ist total anders und ich habe einen guten Freund, das war der Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, der ja wirklich Sport kannte und er sagt, was ihr macht, das ist die edelste Form des Sportes, da ist kein Doping drin, da ist kein Geld, spielt da keine Rolle, aber das Dabeisein, so wie der olympische Gedanke ist, das ist entscheidend und das führt ihr durch. Und interessanterweise sind wir als Special Olympics, wir dürfen den Namen so führen, weil wir von der internationalen Sportorganisation, also Olympische Gesellschaft, anerkannt sind. Jetzt, Sie sind Special Olympics Rheinland-Pfalz. Es gibt auch in anderen Bundesländern diese Organisation. Wie sieht ja die Organisationsstruktur aus? Die Organisationsstruktur ist so, dass wir an erster Stelle Special Olympics Deutschland haben mit Sitz in Berlin. Das war zuerst da. Und dann müssen wir jedes Mal die Akkreditierung alle 2 oder 3 Jahre beantragen bei Special Olympics Deutschland. Und die Special Olympics Deutschland hat wieder die Akkreditierung bei Special Olympics International. Und dort wird immer überprüft, stimmt die Haushalte, stimmt der Haushalt, stimmt die Struktur, stimmt der Vorstand oder das Präsidium. Das wird also jedes Mal kontrolliert. So ist zum Beispiel auch bei mir, ich habe jetzt 3 Legislaturperioden hinter mir, bin jetzt in der 4. mit Sondergenehmigung, um in dieser Zeit einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, sodass immer ein Wechsel drin ist und keine solche Dinge entstehen, wie wir es jetzt im Sport sonst hören. Und wir haben mittlerweile, seit 1991 wurde Special Olympics Deutschland gegründet, dann hatten wir lange Zeit nur SOD und erst seit 2003 haben wir dann angefangen, Länderstrukturen zu bilden. Und so haben wir mittlerweile in 14 Bundesländern die Landesverbände Special Olympics. Wie ist denn das Verhältnis zum Landessportbund? Das ist ja sozusagen die Sportorganisation in Rheinland-Pfalz. Wir sind offizielles Mitglied im Landessportbund und zwar als Sportverband mit besonderen Aufgaben.
weil wir auch nicht diese Vereinsstruktur haben wie die anderen, sondern unsere Mitglieder sind meistens Einrichtungen für Behinderte, Schulen, Wohnheime und so weiter. Aber wir sind in der Sportfamilie Rheinland-Pfalz voll integriert und machen es auch so, dass wir mit den anderen Verbänden zusammenarbeiten. Das wunderschöne Zeichen ist ja hier in Speyer jetzt gegeben, dass wir fast alle sporttreibenden Vereine aus Speyer mit einbinden und so auch durch in den Landessportbund mit hineinstrahlen. Ich habe auch gesehen bei den verschiedenen Aufnahmen, einige der Sportlerinnen und Sportler sind in einzelnen Vereinen Mitglied, das heißt integriert in diesen Verein oder wenn man es mit diesem Begriff der Inklusion nimmt, also voll mit dabei. Ne? Andere wiederum treiben ihren Sport in den Einrichtungen, in den Werkstätten für behinderte Menschen oder in den entsprechenden Heimen von Caritas oder Lebenshilfe. Wie ist so etwa das Verhältnis und was ist da Ihr Ziel dabei? Unser Ziel von Special Olympics ist die Inklusion. Das heißt also, dass wir möglichst alle Sportler in die normalen Vereine integrieren. Dafür müssen wir aber unsere Sportler fähig machen. Und das können wir in den Einrichtungen zunächst. Aber wir sind immer darauf bedacht, Vereine zu finden, wo auch der Sportler während dem Wochenende und so weiter, das ist für Eltern oft schwierig, wo er dann auch im Verein Sport treiben kann, das sollte an sich normal sein. Und wo wir schon länger tätig sind, zum Beispiel in meiner Heimat oben in der Eifel, in Prüm und in Bitburg, da haben wir das schon weitgehend so, dass wir Dinge gar nicht mehr zu organisieren brauchen, sondern sie machen das im Auftrag von Special Olympics, laufen die mit bei Volksläufen und so weiter oder bei Fußball und so weiter. Das sind so Dinge, das sollte im Prinzip das Ende sein von uns. Wenn wir uns überflüssig machen würden, dann haben wir unser Ziel erreicht.